Herzlich willkommen zum Neumond-Horoskop im September, das uns anzeigt, was der Oktober so bringt. Ja, gestern am 23. September ist ja die Sonne ins Waagezeichen gewandert. Das heißt, der Herbst hat begonnen. Und wie dieser Herbstbeginn sich auch im Außen zeigt, so kann man ja vom Innen her auch so Analogien herleiten. Es wird etwas kühler. Die freizügige, große, lebendige Zeit ist vorbei. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was wir für Tendenzen da im Oktober haben. Sonne und Mond, Neumond in der Konjunktion im Zeichen Waage. Naja, grundsätzlich ist ja die Waage mal, wird immer mal so landläufig gesagt, so der Harmonie-Junkie, der Ausgleichs-Junkie. Da geht es um Gefühl, da geht es um andere begegnen, also anderen Menschen begegnen auf der physischen Ebene oder auch natürlich anderen Gedanken begegnen. Also was begegnet mir denn im Außen und wie gleiche ich das denn aus? Also man kann sich ja das Waage-Prinzip ein bisschen so vorstellen. Also wenn man sehr waagemäßig ausgelegt ist, dann ist man sehr auf Ausgleich bedacht. Das heißt, wenn wir beide jetzt reden würden miteinander, würde unsere Venus, das ist ja so der Planet des Zeichen Waage quasi, da würde unsere Venus oder unsere beiden Venus würden in der Mitte sitzen und würden schauen, dass das Gespräch ausgeglichen ist, harmonisch ist, dass das rund läuft. Ja, das heißt nicht, dass der eine übergriffiger wird oder mehr sagt als der andere, sondern dass da ein schöner Ausgleich, eine schöne Balance herrscht. Naja, das wäre grundsätzlich mal so dieses Prinzip Waage-Venus. Und du erkennst schon, Ausgleich heißt ja nicht unbedingt immer, dass die Waage harmoniesüchtig ist, sondern sie will einen Ausgleich. Wenn zum Beispiel in einer Gruppe, und das erlebe ich ganz oft dann auch bei sehr viel so esoterisch geprägten Gruppen, nur Licht und Liebe herrscht und alles ist wunderbar und weich, dann kann das schon mal sein, dass die Waage ein bisschen so sarkastischer wird oder zynischer wird, dass sich das ein bisschen ausgleicht, dass sich das ein bisschen erdet. Das heißt, Waage heißt nicht unbedingt, also dieser Ausgleich heißt nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und man möchte schauen, dass alles passt. Gut, der Mond an sich, also unser Archetyp fürs Gefühl, fürs Fühlen, fühlt sich in der Waage natürlich wohl. Und der ist da harmonisch geborgen, auch wenn die Waage so ein Luftzeichen ist und immer so im Austausch ist, aber der Mond ist an sich da jetzt nicht so fremd und die Sonne in der Waage, naja, die ist da wieder ein bisschen wacher, ein bisschen interessierter nach der Jungfrauensonne, ne? Die ja eher so ein bisschen beäugt und ein bisschen aufpasst im Umfeld, ist die Waagesonne wieder offener und auch offen für vielleicht Flirts oder Kontakte. Was wir haben an interessanten Konstellationen, da gehe ich jetzt gleich drauf ein, wir haben eine Opposition zum Jupiter. Das heißt, Mond-Sonne, diese Konjunktion, hat eine Opposition hat eine Opposition mit Jupiter, da ist eine Spannung im Jupiter und Jupiter steht im Widder. Und das würde für mich ausdrücken, dass man vielleicht ein bisschen zu ungeduldig ist, ein bisschen schneller weiterkommen möchte, als es eigentlich möglich ist, dass man was neu starten möchte, aber da noch ein bisschen feststeckt, dass zwar das Gefühl da ist, man hat 100.000 Ideen oder Ziele, aber kann die nicht so hundertprozentig umsetzen. Also das würde für mich so ein bisschen so ein Frustrationspunkt sein, beziehungsweise auch, dass man ja, vielleicht gerne mehr hätte oder dass man gerne hätte, dass was anders ist, was ein bisschen freier ist, als man es momentan leben kann, als man es momentan erreichen kann. Also der macht so ein bisschen Ungeduld. Das heißt, wenn du sehr ungeduldig bist, schnauf durch, das geht vorüber. Zusätzlich zu dieser Opposition Jupiter, Sonne-Mond haben wir mit Sonne-Mond noch eine Konjunktion mit Merkur. Und der Merkur, der steht jetzt noch in der Jungfrau, also das ist wirklich gerade so beieinander. Und der Merkur ist ja eigentlich so der kommunizieren möchte, der nachdenken möchte, der auch ein bisschen planen möchte. Und in dieser Konjunktion würde das wieder darauf hindeuten, wir wären eigentlich agil, aber so ganz geht sich das eben, wie gesagt, mit Jupiter nicht aus. Noch dazu ist dieser Merkur aufgeladen, denn dieser Merkur hat eine Venus-Konjunktion.
die ebenfalls in der Jungfrau steht. Jetzt habe ich schon gesagt, die Venus ist ja so das Prinzip von der Waage. Und wenn da der Merkur drauf ist, dann heißt das, man soll vielleicht ein bisschen planen, sich nicht ganz nur auf die Gefühle verlassen. Und es kann dann auch sein, und da komme ich dann noch dazu, dass wir da ein paar Einschränkungen erleben, weil auf dieser Merkur-Venus-Konjunktion haben wir zwei Aspekte drauf, und zwar von Langsamläufern. Und zwar haben wir Merkur-Venus, haben wir den Neptun drauf in der Opposition. Das heißt, es ist so, man kann oft nicht so ganz greifen, wo es hingeht. Das können auch so ein bisschen Ängste sein. Das heißt, dass Ängste hochkommen. Das heißt, wir haben so Ängste plus Frustration ein bisschen schon. Und man ist nicht ganz klar, was jetzt für einen passend ist. Dazu kommt dann noch das Trigon mit Pluto im Steinbock. Pluto Steinbock haben wir ja schon bei der ganzen Covid-Geschichte gehabt. Und Trigon Pluto ist jetzt ein Trigon, ist jetzt an sich nicht so eine massiv negative Kraft. Allerdings würde ich das schon auch deuten, dass es darum geht, dass dich Pluto jetzt unterstützt, im Trigon im Positiven, dass dich Pluto jetzt dabei unterstützt, diese Eigenermächtigung zu leben, in deine eigene Kraft zu kommen, deine eigenen Vorstellungen umsetzen zu können. Also nicht zu sehr im Außen zu sein, denn wenn du im Außen bist, kann es sein, dass eben diese Ohnmacht drückt, dass die Frustration kommt, dass die Ungeduld kommt. Und wenn du diesen Pluto aber in dir lebst, das heißt die Eigenermächtigung, was habe ich denn jetzt in der Hand? Abseits von irgendwelchen Regeln, Bestimmungen, irgendwelchen Krisen, was steckt denn in mir, was kann ich kontrollieren? Dann denke ich, bist du da am guten Weg und bist da gut auch bestrahlt, was das angeht. Also das würde ich auf jeden Fall als Aufgabe sehen, als große Lernaufgabe jetzt im Oktober. Denn Frustration, Ungeduld, Einschränkungen werden warten. Also astrologisch liegt das alles da. Und ja, wie gesagt, also da bist du schon wieder auf deine Eigenverantwortung. Also die ist unbedingt gefragt. Also deine Eigenverantwortung ist da definitiv gefragt mit diesen Vorzeichen. Wir haben den Mars im Zwilling, da habe ich ein Video drüber gemacht. Der hat einen Trigon zu Saturn im Wassermann. Das heißt, da kann es relativ, meines Erachtens nach, relativ schnell Wandelnde wieder so Regeln geben. Also, dass die Orientierung sich wieder sehr schnell wandelt, dass man nicht genau weiß, was ist jetzt gefragt, was ist jetzt das Richtige, was ist womöglich an was soll ich mich jetzt orientieren, dass im Ausnehmen diese Regeln, diese Gesetze sich ändern, dass da Bestimmungen kommen, neue Bestimmungen, die dann wieder wegfallen. Also, dass da viel Bewegung drin ist, viel Änderung drinnen ist. Das könnte das bedeuten. Wir haben Saturn-Wassermann-Quadrat zu Uranus im Stier. Und das ist natürlich wieder so eine Spannungskonstellation. Das zeigt wieder auf, es zerbricht etwas Altes, es kommt etwas Neues. Das Neue hat mit dem Wandel der Werte zu tun. Wir haben Uranus im Stier, was ja auch körperlich Wandel bedeutet, was ja sowohl auch dann materiell, finanziell Wandel bedeutet. Also da haben wir ein Quadrat und da gibt es auf jeden Fall irgendwelche Regeln, Bestimmungen, irgendwas, was sich wieder, was da wieder aufpoppt wahrscheinlich. Ja, das kann auch sein mit Mars im Zwilling, dass das ein bisschen überraschender auch kommt. Ja. Gut, und zusätzlich haben wir dann noch ein Sextil zwischen Neptun und Pluto. Pluto, habe ich ja schon gesagt, der strahlt ja ein im Trigon auf Merkur und Venus. Und wenn da jetzt noch der Neptun drauf ist, den man ja auch als ein bisschen so heiler sehen kann, als ein Wohltäter, den man da wahrnehmen kann, dann kann das durchaus bedeuten, dass eben, wie gesagt, dass das leichter ist, was ich schon erwähnt habe, in deine eigene Kraft zu kommen. Das heißt, das Thema wirklich, über was kannst du jetzt bestimmen? Was hast du jetzt in der Hand? Und wo lässt du über dich bestimmen? Mach dir das ganz klar und dann entdeckst du so auch deine Frustrationspunkte. Grundsätzlich vom Astrologischen her
bleibt der Oktober spannend. Der Oktober birgt große Frustration, aber auch einen großen Segen, weil du eben auf dich selber zurückgeworfen wirst. Das heißt, am besten würde ich mich fragen, und das wäre jetzt eigentlich mein Tipp, mein abschließender Tipp für dich, bevor ich dir dann sage, ich freue mich über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und ja, schreib mir gerne auch mal in die Kommentare, was dich astrologisch interessiert. Aber mein abschließender Tipp wäre wirklich das, was hast du unter Kontrolle? Worüber kannst du bestimmen? Und wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht darüber bestimmen, also worüber kann ich bestimmen, würde ich mich mal fragen. Und das zweite wäre, wenn du das Gefühl hast, du kannst über gewisse Umstände nicht bestimmen, wie schaffst du es, dass du mit diesen Umständen, die du nicht in der Hand hast, dass du da gut klarkommst? Also was sind deine Strategien dafür? Wie gewinnst du die Kontrolle? Und um das geht es letzten Endes, um deine Eigenermächtigung. Denn so wie das hier aussieht, gibt es wieder Wandel, gibt es wieder Veränderungen, gibt es wieder Auf und Ab, gibt es wieder unzählige Unsicherheiten. Aber du weißt ja, grundsätzlich alles ist gut und du kommst da auch durch den Oktober, auch durch die dunklere Jahreszeit, die jetzt langsam wieder kommt. Und ich wünsche dir eine fantastische Zeit, ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen. Aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Ereny, bis nächstes Mal. Tschüss.